Hallo, liebe Freunde von Shakes and Fidget. Ich bin heute mal auf W1 international unterwegs und da hat mir der nette Couch Potatoes mal seinen Char bereitgestellt, den ich jetzt sitten soll. Und er hat mich gebeten, doch mal, weil er noch keinen Dungeon geschafft hat, dass ich da noch mal reingucken kann. Ja, hier, finde den Fehler. Ich bin schon dabei. Und darf jetzt für ihn die Dungeons machen. Da gucken wir erstmal kurz hier in die Stadtwache rein, können aus dem Gold abholen. Und ich denke mal, die ersten Dungeons sollten fallen wie nichts. Und dann, warte mal, haben wir eigentlich schon den Turm? Ne, da können wir noch nicht rein. Der ist noch zu. Schade. Ja, Post, weiß ich gar nicht. Da, was gibt's hier für News? Mal gucken. Ja, das ist schon bekannt. Ich melde dich mal hier zum Gildenverteidigung an. Und dann gucken wir mal hier in den Dungeons. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher hier unten der erste war. Ich glaube, die Katakomben, das waren die ersten Dungeons, die man machen sollte. Und wir wollen es auch in der richtigen Reihenfolge machen. Von daher gucken wir hier mal rein, was es da so Schönes gibt. Und nein, wir One-Shot. Und ein Epic. Und auch noch ein Oster-Epic. Sehr schön. Von daher gibt es die noch bis zum Ende des Monats, gehe ich mal stark von aus. Ist aber auch kaum Gold wert und ich glaube von den Attributen her. Nein. Können wir. Warte mal. Du hast ja hier bestimmt auch eine Toilettenaura. Da können wir das Ding ja erstmal reinwerfen. Dann ist es nicht verschwendet. So, mal gucken. Hier, du hast ja hier noch ein paar schöne Items, die man vielleicht noch wechseln könnte. Aber ich räume mal hier so ein bisschen auf und muss mal hier so ein. Das, warte mal, was ist das für ein Gegenstand? Geschick und Glück. Ne, da ist der, den du drin hast, besser. Und dann mache ich mal den nach hier. Den dahin und den dahin. Dann haben wir noch zwei Plätze frei. Dann können wir hier erstmal weitermachen in den Dungeons. Und du hast ja zum Glück auch ein paar Pilze hinterlegt. Da können wir jetzt mal gucken. Und bäm, der nächste liegt. Das Ding kann gleich mal verkauft werden. So, und noch einer. Das geht richtig flüssig. Ist ja fast wie damals in der Schattenwelt, wo die rauskam. Damals vorm Krieg. Mensch, und der verschlagene Vampir hält auch nichts aus. Weg ist er. Versuchen wir mal den Nachtghoul. Haha, wenn er den ersten Schlag gehabt hätte, hätte er vielleicht Schaden machen können. Und die Banshee ist auch weg. Jetzt gibt es schon 4000 XP. Ne, 6000, aber das ist immer noch nicht erwähnenswert. So, mal gucken, was hat denn hier deine Hexe überhaupt für ein Event? Nicht, das war hier die falschen Kopfbedeckung. Okay, also Kopfbedeckung nicht weghauen, sondern aufheben. Ne, am Rad drehen wollte ich ja nicht. Wir wollten Dungeons machen. Und wir haben auch fast den ersten Dungeon clear. Wir sind jetzt schon beim Skelettkrieger, Stufe 26. Der kann auch ein bisschen austeilen, weil er blockt wie ein Verrückter. Mal gucken, wie oft er noch blockt. Das war's. Weg ist er. So, bin auch ehrlich gar nicht so untraurig, wenn es hier keine Items gibt, dann muss ich die nicht mal verkaufen. Die kann es ja später geben, so ab Level 150 vielleicht. Hier ein kleiner Ring. Auch noch nicht wirklich viel wert. Und jetzt kommt der erste Endboss, die entweihten Katakomben. Gucken wir uns mal. Und die epischen Hasenohren, die sollten wir ja wieder aufheben fürs Klo. Und gucken da mal weiter. So, als nächstes kamen die Minen von Gloria dran. Und da liegt er auch. Der Yeti. Was will der denn von uns? Stufe 24, da hatten wir eben schon viel höhere gehabt. Und das Skelett. Auch One-Shot und ein Ring mit Sockel. Aber ich glaube, selbst der mit plus 60 bringt uns immer noch nichts. Die Frage ist, was könnten wir jetzt hier verkaufen? Du hast ja noch schön viel Edelsteine aufgehoben und ich würde jetzt auch ungern die ganzen Epics weghauen, weil die bräuchte man ja vielleicht noch fürs Klo. Wir sind Kundschafter, von daher bräuchten wir vielleicht die Stärkesteine nicht unbedingt. Aber ich glaube, da muss ich dann sowieso noch ein paar Epics weghauen, weil sonst schaffen wir das hier echt nicht in einem Run. Und das nächste Epic. Und da haben wir jetzt ein Problem.
dass wir keinen Platz mehr haben. Ach, ich hätte dich mal vorher fragen sollen, ob wir da nicht ein bisschen Platz machen können, aber. Ach, ich. Tut mir leid, aber ich werde jetzt. Nee, wir hauen erstmal die Steine. Die bräuchten wir dann ja höchstens für unsere Begleiter und da müssen wir es erstmal bis zum Turm schaffen. Von daher tut mir leid, die schön gesammelten Steine, aber wir kommen sonst jetzt hier nicht weiter. Oh, da wird es auch langsam eng. Der hätte es schon fast überlebt, aber hier, die gehen wieder weg. Und da haben wir schon einen Helm, den wir dann ins Klo werfen können. Und jetzt gibt es auch schon langsam ein bisschen mehr XP. Der Steintreu fällt, die Minen von Gloria sind gleich durch. Ha, nochmal voll weggerotzt. So, oh, der könnte schon, wenn wir nicht critten, könnte es jetzt schon zum zweiten Schlag kommen. Von daher wird es langsam spannender. Oh, trotz Crit überlebt. Und Glückshandschuhe. Oh, wir können das Ding hier verhauen. Und das ins Klo. So, und da haben wir die Minen sauber gemacht. Und keiner sagt GZ. Da bin ich ja so ein bisschen traurig hier. So, jetzt kam jetzt die Halsabschneidergrotte, oder? Wir machen einfach mal hier weiter. So, der ist wieder weg. Sehr schön, dann waren wir hier, sind wir hier wohl in der richtigen Richtung weitergegangen. So, und nochmal ein Glücksepic. Eigentlich schlecht, aber der Rucksack ist voll. So. Ja, Mann. Die Intelligenzsteine räume ich mal auch weg. So, dann haben wir wieder ein paar Plätzchen. So, dann machen wir weiter. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Also ich mache heute hier mal so weit, wie wir es schaffen, dass wir jeden Gegner first try killen. Und wenn wir das nicht mehr schaffen, dann mache ich erstmal einen kleinen Break. Dann können wir auch noch ein paar Pilze sammeln und die Klo-Aura pushen und dann ist das schick. Aber so weit spielen wir erstmal. Ich bin mal gespannt. Ich habe noch nie so viel Dungeons auf einmal gemacht. Und das geht ja, also selbst bei der Schattenwelt ja nicht, weil man da ja immer den Schlüssel finden musste. Und da zwischendurch immer so viel Pilzen. Und er weicht aus. Und er macht schon 13.000 Schaden. Da müssen wir ja fast weinen. Und hat jetzt einer GZ gesagt? Ah ne, doch nicht. Immer noch nicht. Ich warte noch. 84. Na, mal gucken. So langsam könnte es auch spannender werden. Jetzt sind sie schon fast Stufe 100. Und dann könnten wir auch mal gucken, wir haben ja Gold und so, ob wir davon nicht was verskillen. Und da ist er trotzdem weg. Haben wir jetzt eigentlich, wie weit sind wir jetzt schon bei 150? Naja, wirklich viel XP geben die jetzt noch nicht. Aber die sind ja auch für viel niedrigere Gegner ausgelegt. Und da ist er weg beim zweiten Versuch. Da sind wir schon beim Boss der Halsabschneidergrotte, 110. Der sieht schon ein bisschen stärker aus. Auch ein Geschickgegner hat halb so viel Geschick wie wir und der zieht uns ja schon so ein bisschen was ab. Mal gucken, im nächsten Dungeon könnte es schon knapper werden. Aber den sollten wir hier noch weghauen und da kriegen wir wieder schicke Hasenohren. Mal gucken. Ui, die sind, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, oder? Die sind sogar besser wie das, was wir haben. Aber haben halt noch keinen Sockel. Haben einen Sockel, aber noch keinen Stein drin. Von daher warte ich erstmal noch, was da noch drin ist. Hier können wir erstmal noch. Das müsste jetzt, glaube ich, die nächste sein. Ja, Stufe 32. Ich glaube, die hätten wir sogar davor machen müssen. Und ein paar Plüsch-Dinger mit Glück. Die sind für den Müll. Und hier fallen sie wieder im First Try. Reicht aus, aber im zweiten Schlag und da ist das Ding weg. Ich glaube, jetzt waren die Taschen wieder voll. Ne, doch noch nicht. Aber jetzt müssten sie voll sein. So, und die Handschuhe können weg. Und das packen wir mal dahin. Ich will immer auf den Dings drücken. Ist echt schlimm. Und er blockt. Und blockt nochmal. Aber so stark wie der 110er von eben ist er doch noch nicht.
Mal gucken, welcher Gegner jetzt hier stärker ist. Der grimmige Wolf. Aber ich finde auch die Hintergründe in den Dungeons auch echt immer super schick gemacht hier. Hier mit irgendeinem Ritter, der hier hängt. Noch so eine schöne Fußmatte hier vor dem Dungeon. Das hat echt schon was. Und ein Ungeheuer. Ich glaube, bei dem Ding habe ich damals ewig gehangen, weil der irgendwie immer nur ausgewichen ist. Aber jetzt so geht's einmal frei. Ey, so müssten die Dungeons immer laufen. Das wäre echt schön. Und nochmal geblockt. Mal gucken. Aber jetzt mit dem nächsten Treffer liegt er. Da ist er weg. Und eine Waffe, die aber noch schlechter ist vom Schaden her. Ja, können wir leider nicht gebrauchen. Aber jetzt sind wir schon wieder voll. Wir können nichts mehr ins Klo werfen. Ah nee, doch, den Helm können wir hier noch mal wegmachen. Weiter geht's. Jetzt gucken wir uns mal den Räuberhauptmann hier an. Der ist Stufe 90, also hätten wir den Dungeon zuerst legen müssen. Und Rumsdi-Bums. Und noch eine Waffe, aber leider auch wieder schlechter. Und wieder kein GZ. Oh, ein bisschen traurig ist es schon. So, ich glaube, wir hauen mal die zwei Sachen hier, die Glücksepics, die müssen leider weg. Oder wie sieht's aus in der Festung? Kann ich dir hier vielleicht mal kurz so. Erfahrung hole ich dir lieber nicht ab. Du willst ja bestimmt hier nicht so schnell leveln. So, welch. Jetzt ging es, glaube ich, hier so in dem. Hier so geschlängelt wieder lang. Und dann spielen wir weiter. Wir haben ja noch ein paar Versuche. 72 und ein Halsband. 78. Wieder ein Geschickgegner, aber da hatten wir eben schon wieder stärkere. Das fand ich ja wirklich immer am Anfang noch das Spannende, wo man hier in der Levelphase ist, dass man sich da wirklich immer noch so schön aussuchen kann, welche Gegner man jetzt nimmt. Oh, jetzt müsste man aber echt schon mal gucken. Die Items sind gar nicht mal so schlecht. 95 auf alles. Nee. Und der hat 101 auf alles. Oh, aber. Wir machen erstmal nochmal zwei Sachen hier weg. Und weiter geht's. Weil man ja wirklich am Anfang immer gucken musste, also nicht so wie in der Schattenwelt jetzt, dass man wirklich immer jeden Dungeon erst die 10 Etagen leer macht und dann weitergeht. Obwohl es ja auch nicht ganz stimmt, es kommt ja dann auch immer auf die Klassen an, aber theoretisch macht man ja erstmal jeden Dungeon jetzt clear in der Schattenwelt, bevor man dann weitergeht. Und hier konnte man ja wirklich immer hin und her springen, je nachdem, wo da die niedrige Stufe ist, wo gerade ein Gegner ist, den man mit seiner Klasse leicht besiegen kann. Also das hatte ja immer schon noch sehr viel taktische Finesse auch damit drin, dass ich einfach immer nur drauf loskloppen und überall reinrennen. Was ich sehr gut fand. Und so ein bisschen ist es ja jetzt auch wieder in der Schattenwelt, wenn man da jetzt, also wenn ich da mal ganz kurz auf meinen Hauptchar gehen kann, bevor ich hier so weiter quatsche. Weil, wenn wir hier den fünften Down haben, dann sind hier die Osteros Dungeons wieder leichter wie die, die hier drüben kommen. Aber das ist noch ein bisschen hin. Das schaffen wir jetzt nicht. Jetzt machen wir hier erstmal die Dungeons. Und, oh, kein Platz im Rucksack. Da machen wir doch schnell welchen. Die droppen echt viel zu viele Epics. So geht das mal gar nicht. Und der Echsenbandit hält schon zwei oder drei Schläge aus und da ist er weg. So, aber Gold geben die echt noch nicht viel, muss ich sagen. Aber jetzt sind wir wieder bei 108. Da sollten wir jetzt schon stärker werden. Und ziehen uns auch schon wieder ein bisschen was ab. Da ist schon wieder ein Item. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, der hier müsste jetzt vom Level sogar wieder niedriger sein. Genau, nur 92. Und ein Stärkegegner, was eigentlich für einen Kundschafter kein Problem darstellen sollte. Dann machen wir hier gleich den nächsten. Dann haben wir das so in etwa auch in der Reihenfolge, wie man es eigentlich spielen sollte. Und der weicht aus. Sehr oft, aber wir auch. Und noch eine schöne Sadomaso-Maske. Mit 122, aber ist auch noch nicht so viel besser.
Ich glaube, hier die war ganz am Anfang, hatten die Items, können wir noch. Den wollte ich aufheben. Den Osterring, der kann weg. Und das Ding kann auch weg. So, dann machen wir erstmal hier so weiter. Schön ist ja auch, hat mir alle Schlüssel schon gesucht von da. Oh, ein Schlag, ein Kill. Und der ist jetzt 106. Dann müssten wir danach, glaube ich, wieder in den nächsten Dungeon. Das war auch immer so. Ich glaube, immer alle zwei Level steigt, also immer im Zweierschritten steigen die Gegner, aber halt verteilt auf die verschiedenen Dungeons. Dann könnte der nächste vielleicht auch hier sein mit 108. Ne, 112. Ah. Aber schon 800.000. Wir müssen ihn nur mal treffen, glaube ich. Und da ist schon fast alles weg. Und der nächste Treffer tötet ihn. Sehr schön. So, wir waren irgendwo ein Nicht-Epic. Genau, da. Und weiter geht's. Jetzt gucken wir wieder hier rein. Ihr nehmt 12, jetzt haben wir 14. Dann müssten wir, glaube ich, jetzt hier doch noch ein. Ne, da ein 18er. Dann geht's doch weiter voran. So, dann fehlt uns, glaube ich, noch der 116er. Der müsste dann, glaube ich, links in dem Dungeon drin sein. Und alles geschickt, Gegner, ey. Ist echt so nervend. Ist er da? Ja, der 116er. Sehr schön. Da ist er auch weg. Und wir haben unser Level abgeschafft. Tja, das war ja eigentlich dann das Projekt mit den auf 150 die Dungeons legen, wa? Sind wir durch, sind wir 151. Aber wir machen trotzdem weiter, wir haben noch ein paar Pilze. Ui, der ist schon 122, das heißt, wir haben irgendwo jemanden ausgelassen. Aber der ist auch schaffbar. Und zack. Eine schöne Schatzkarte. Jo. Na, durch den Sockel ist es schon besser. Was werfen wir jetzt weg? Das Ding hier war, glaube ich, gar nicht mal hoch. Nee, das ist Glück. Das kann weg. Das ist auch Glück. Kann weg. Und dann machen wir erstmal weiter. So, wir hatten jetzt. Wo könnte der nächste sein? Vielleicht schon hier im Frosttempel? Nee, 32. Viel, viel zu hoch. Der hat ja fast so viel Leben wie wir. Aber noch nicht ganz. Und wir rotzen ihn noch weg. Komm, jetzt kill ihn. Sehr schön. Dann gucken wir mal hier rein. Genau, hier ist der 100. 20er, das wäre der nächste Gegner gewesen. Und nochmal eine Brust. Zweimal dieselbe. Ich vielleicht mal auch gucken sollen. Ah, ne, da hat er auch durch den Sockel. Das sind die einfach besser. Gucken wir mal hier rein. 124. Genau den haben wir gesucht. Und auch wieder ein stärker Gegner. Und hält jetzt schon ein bisschen mehr aus. Muss ich sagen. Gar nicht mal so wenig. Und verteidigt nochmal sein Leben, indem er den letzten wegblockt. Und jetzt hier der Boss, 130. Der Echsenkönig. Sieht auch ziemlich geil aus. Ist das eigentlich hier drüben noch so ein, sein zweites Auge oder schon irgendwas von der Seite? Und eine Brust. Sehr schön. Dann machen wir hier gleich nochmal weiter. Den hätten wir eigentlich davor liegen müssen. Da habe ich noch nicht aufgepasst. Ich hätte mir es vorher raussuchen müssen, in welcher Reihenfolge, aber gleich sind wir ja eh da durch. Und nochmal so ein Dildo-Anhänger hier. Der aber auch noch, naja, verlieren wir noch ein bisschen was. Ach, was verkaufen wir jetzt? Das Ding hier hat keinen Sockel. Und das Ding auch nicht. So, der kranke Baum. Stimmt, hier hinten ist so ein hässliches Gesicht. Und der Magma-Gigant. Mal gucken. Sollte jetzt ja langsam mal spannender werden, die Kämpfe.
Aber das hatte ich ja damals in der Schattenwelt, wo ich die durchgepilzt habe, auch gesagt. Und dann gab es die Probleme, dass die Gegner zu stark waren. Und man die gar nicht. Aber jetzt gibt es auch schon schön viel XP. Wie viel brauchen wir eigentlich für ein Level Up? 16 Millionen. Und wir kriegen jetzt 1 Million für einen Gegner. Naja. Und schön viel Gold haben wir auch gesammelt. Dann probieren wir es nochmal hier. 34, okay. Stärkegegner, wir haben immer noch mehr Hauptattribut und mehr Ausdauer, von daher sollte es eigentlich passen. Die machen ja auch noch nicht so viel Schaden. Und jetzt gucken wir mal wieder hier rein. Oh, der ist um einiges stärker. Dann ist der nächste bestimmt irgendwie 150 oder so. Und wenn der jetzt Pech, oder wenn wir Pech haben und der einfach nur ausweicht, könnte uns der schon schädlich werden. Nein, ich glaube, dafür macht er viel zu wenig Schaden. Wir treffen ihn noch einmal und dann liegt er, genau. So läuft das. Und da haben wir auch wieder ein Level Up. Das wollen wir auch kurz mitnehmen und feiern. Düdü. So, dann wollten wir jetzt hier den Zyklopen weitermachen. 1,6 Millionen. Mann, wie schön es damals war mit 100. 50 bzw. 152, da fielen die Gegner noch. Aber hier wird schon langsam gefährlicher. So, machen wir jetzt, oder gucken wir mal in den Frosttempel rein, was hier sitzt. Wieder ein Geschickgegner, verdammt. Aber wir sind jetzt schon bei 140, das heißt, gleich sind die auf unserem Level. Und dann muss ich mir mal angucken, wie er hier geskillt ist. Da hatte ich jetzt ja noch gar nicht so drauf geachtet, ob man da vielleicht jetzt auch noch ein bisschen Gold reinsteckt. Und. Und. Weg ist er. So. Aber erstmal machen wir ja noch ein paar Tries. Uiuiui. Intelligenzgegner, die kann man nicht blocken oder ausweichen. Gucken wir mal gleich mal hier nochmal rein. 146. Schon noch stärker. Also ich glaube, der nächste Stärkegegner, auf den wir treffen, der hat bestimmt schon 2 Millionen. Und immer noch kein GZ. Mann, Mann, Mann. Komm, komm. Und weg ist er. Und wieder ein Nicht-Epic. So. Oh, 154. Und was habe ich gesagt? Der nächste starke Gegner hat 2 Millionen. Und das ohne irgendwo nachzulesen. Mann, Mann, Mann. Der haut hier schon ein bisschen mehr rein. Aber jetzt müsste er, glaube ich, den hier. Oh, stimmt. Rucksack ist voll. Na, warte mal. Ne, Stärke brauchen wir nicht. Aber wir können mal gucken, wie hier geskillt ist. Ja, das passt eigentlich. Wir warten mal noch ab bis zu den Gegnern, wo es denn kritisch wird. Hier haben wir noch ein paar Versuche. Und. Ja, noch haben wir weitaus mehr Geschick und auch mehr Crit und sind ja 2 Level höher. Aha, noch sind wir höher. Gleich sind wir im Level niedriger wie die Gegner. Sollten jetzt nicht mehr viel kommen. Und nochmal so ein Osterschmuckding. Und noch ein Level Up. Tada! So, denn. Ne, Pyramide des Wahnsinns gehen wir noch nicht rein. Wir gucken erstmal nochmal hier. 158 und 3000 Geschick. Und auch fast so viel wie wir. Mal gucken. Okay, er hat gekrittet und wir treffen nochmal. Okay, das sollte noch passen. Aber jetzt könnten wirklich mal ein paar gute Epics kommen, die ich dann vielleicht auch langsam ausrüsten muss. Und er liegt. Dann machen wir jetzt erstmal hier. Hier müssten die noch leichter sein. Genau, 48. Stärkegegner und unter 2 Millionen. Das ist noch schick. Da gehen wir noch einmal frei durch. Und es passt. Ui, wir machen ja schon 25 Minuten Video. Ich glaube, da mache ich dann doch mal einen Cut. Vielleicht auch einen Cut so ein, zwei Tage lang, dass wir dann
ein bisschen Zeit haben, um hier die ganzen Epics ins Klo zu werfen, ich nicht die alle verkaufen muss. Und wir dann vielleicht auch noch ein paar Pilze mehr haben. Wir müssen ja nicht weiter leveln. Ich weiß ja nicht, was da genau sein Plan ist. Oh, 170. Scheiße. Hat mehr Leben wie wir. Wir haben aber mehr Glück und mehr Hauptattribut. Und wir weichen auch einfach mal mehr aus. Und er trifft uns gar nicht, so wie es aussieht. Wenn wir den jetzt legen, ohne einmal getroffen zu werden, dann feiere ich aber. Ah, nee, doch, da hat er uns einmal erwischt. Aber. Den Knall. Ah, der sieht auch geil aus, der Vulkangeist hier. Naja, die Endbosse in den Dungeons waren halt immer was Besonderes. Und da haben wir jetzt das nächste Epic. Und damit haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dungeons sauber. Und ich guck mal, ob wir jetzt nicht hier. So, wir machen zwar Geschick minus, aber Glück, Ausdauer und Rüstung plus. Was haben wir denn davor bekommen? Machen wir auch Geschick minus, aber alles andere ordentlich plus. Ach, Mann. Handschuhe. Handschuhe hätten wir mal kriegen müssen. Da haben wir keinen Sockel drin. Aber da hatte ich bestimmt die Handschuhe, die wir hatten, einfach weggeschmissen. Scheiße. Ah, mal gucken, ob wir hier irgendein Item haben, was wir mal austauschen können. Ich glaube, das Ding können wir mal reinnehmen. Dann können wir das Ding hier noch verkaufen. Und dann machen wir mal noch ein bisschen weiter. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Haben wir noch 14 Versuche. So, machen wir erstmal hier weiter oder wir gucken mal in die Pyramide des Wahnsinns rein. Was wir hier haben, 152, okay, das ist noch ein bisschen niedriger vom Level. Da können wir hier erstmal noch was reißen. Hat auch wieder unter 2 Millionen Leben, das ist schön. Aber der haut auch ordentlich rein. Macht uns fast platt, nicht, dass wir jetzt irgendwie. Aber da haben wir Handschuhe mit dem Sockel, aber Intelligenz und Ausdauer, das bringt uns überhaupt nichts. So, machen wir jetzt hier weiter in der Pyramide. 156, ja. Das ist richtig. Und der fällt wieder einfach. Ja, der geht. Da schaffen wir noch einen. Und das Alien aus der Hölle. Ein Geschickgegner mit weniger Geschick, weniger Alm. Sollte eigentlich passen. Hat zwar ein bisschen höheres Level. Können wir mal gucken. Wir machen. So, 250 normal, 360. Okay, der macht nur ein Drittel so viel Schaden. Und da ist er auch schon weg. Aber jetzt, glaube ich, sollten wir dann vielleicht doch erstmal in der Pyramide hier weitermachen. Oh, nochmal ein Alien aus der Hölle. Auch nur minimal stärker. Und es fällt. Komm, Fall, Fall. Ja. Und gibt es ein schönes Epic? Schade. Und das ist bestimmt wieder Intelligenzgegner. Ja, mal gucken. Okay, der knüppelt nicht ganz so doll rein. Und wir haben ja auch noch keine Epic-Waffe, sehe ich gerade. Und da haben wir Schuhe. Mal gucken, ob die uns was bringen. Wir machen Geschick und Ausdauer minus. Aber alles andere plus. Aber es sind keine Epic-Schuhe, die wir haben. Von daher, wir wollen ja noch ein bisschen weitermachen. Haben zwar keinen Sockel, weiß ich nicht, ob die jetzt wirklich so viel besser wären. Aber wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Weil wir müssen jetzt auch auf unsere Rüstung achten, besonders bei den Stärke- und Geschickgegnern, dass wir die bei denen hier auch noch auf 25% haben. Und wir weichen eh nur aus, von daher schaffen wir so jeden Dungeon, wenn wir nur ausweichen, außer wenn Intelligenzgegner da sind. Und bam. Weg ist er. Handschuhe mit Sockel und Stärke bringen uns nichts. So, und der nächste. Wir haben fast gleich viel Leben. Er hat minimal mehr, aber wir haben mehr Geschick und mehr Glück. Aber das Glück gleicht sich, glaube ich, fast durch das Level aus. Noch nicht ganz, aber gucken. Wir machen 280. 100, ja, wir machen fast doppelt so viel Schaden.
Oh, aber wenn er ausweicht, okay. Haben wir das Ding noch mit nach Hause genommen? Okay, der Gürtel ist gar nicht mal so schlecht im Vergleich zu dem, den wir haben. Aber es ist kein Epic und wir wollen jetzt noch ein bisschen weitermachen. Probieren es jetzt erstmal nochmal hier in der Pyramide. 7 Versuche haben wir noch. Und mal gucken. Wenn wir nicht verlieren, würde ich ja gerne so weit dann machen. Aber der sollte auf jeden Fall fallen. Wir haben gleich 4 Leben. Er hat weniger Hauptattribut und weniger Glück. Da müsste es schon mit Hexerei zugehen. Komm, hau ihn nochmal einmal rein hier. Ey, ich hätte nicht sagen sollen, dass er auf jeden Fall liegt. So, da liegt er auf jeden Fall. Und ich sehe gerade, für den nächsten müssten wir, glaube ich, den Dungeon clear haben, um da rein zu können. Und die Frage ist jetzt, wo ist der nächste leichtere Gegner? 166, okay. Das packen wir noch locker. Und weg ist er. Nee, doch nicht. Und jetzt aber. Zack. Und wieder kein Epic. Aber jetzt gucken wir, glaube ich, mal hier rein. Einfach 166. Mal gucken, was wir jetzt haben. 185. Ah. Und auch Intelligenzgegner. Und viel zu hoch. Uiuiui. Komm, kritte ihn. Oh, fuck. Ganz knapp. Uiuiui. Geschafft. So, der hoffe ich mal, dass der hier ein bisschen leichter ist. 174. Sehr schön. Der sollte liegen, ja. 100.000 Schaden, wir machen. Ja, wir machen gut den doppelten Schaden. Na, knapp den nicht mehr, nicht ganz den doppelten. Er darf halt nur nicht blocken und dann ist er weg. So, da blinkt schon wieder unser Charakter. Oder hatte ich nach dem letzten Level ab vergessen drauf zu klicken? Eigentlich hatten sie das doch gefixt, dass es nicht mehr mal blinkt. Und da haben wir wieder was geschafft. So, 3 Versuche machen wir noch. Ah, wir versuchen erstmal nochmal einmal hier, weil dann kriegen wir noch ein Level ab. Und die sind auf jeden Fall noch leichter wie in dem danach, glaube ich. Also in dem davor. Oder ich bin hier, hab die falsche Reihenfolge gemacht. So, komm, komm. Der macht ja echt gar nichts. Also wir weichen aus und er weicht nicht aus. Das kann ruhig so weitergehen. Aber jetzt weicht. Und er krittet. Aber da ist er weg. Und wieder kein Epic. Und ein Level up. Sehr schön. Also jetzt geht's langsam. Und ich glaube, wir skillen mal auch ein bisschen. Noch geschickt. Und ein bisschen Ausdauer. Ein bisschen Glück geht auch noch. Oh, da haben wir schon fast zu viel reingeskillt. Und jetzt noch 2 Versuche. Versuchen wir es nochmal in der Pyramide oder in den Frosttempel? Versuchen wir es erstmal in der Pyramide noch. 178er. Was hatten wir denn eben da schon? Da waren wir schon 180 oder so. Von daher gucken, ob wir den hier packen. Der hat jetzt schon verdammt viel Geschick. So, wie viel Schaden mache ich? Macht er? 131. Ich mache 400 mit dem normalen. Eigentlich doppelt so viel, aber ich muss auch mehr ausweichen. Ja, bis jetzt. Fuck. Jetzt muss ich ausweichen und ihn treffen. Fuck, er krittet. Mist. Mist, nicht kritten, nicht kritten. Krit. Scheiße. Oh, das war nochmal ein spannender Kampf. Jetzt läuft's ja. Und mit Geschick. Ah, da könnte man auch einen Sockel reinsetzen. Mache ich das? Das ist die Frage. Mit einem Sockel, was haben wir hier? 200 noch was. Würden wir aber auf alles ein bisschen verlieren. Ah, hier, und das ist ein Epic. Wir wollen ja noch einen Kampf machen. So, Pyramide des Wahnsinns. Die Banshee. Mal gucken, was die kann. 190, scheiße. Okay. Darf mich nicht nochmal critten. Und wir müssen jetzt mal einen Crit raushauen. Und da ist er weg. Sehr schön. So, und hier kommt ja jetzt unser Spiegelbild. Ah, Mist, wir haben keine Pilze. Scheiße. Da sind die Pilze alle.
Und ich hoffe, wäre sehr froh, wenn er noch, dann würden wir vielleicht noch einen Teil 2 machen, weil hier, der sollte auf jeden Fall noch liegen. Oder warte mal, hat er vielleicht noch ein paar Lucky Coins zum Drehen? Nee. Können wir hier einen Film gucken? Da gibt es bestimmt auch keine 10 Alu. 10 Lucky Coins. Aber ich werde mal noch für dich hier in die Portale reingehen und mal gucken, was er da noch für Schaden raushauen. Aber so wie es aussieht, treffen wir ihn nicht mal. Doch, da treffen wir ihn und sind weg. Aber wir haben ja noch das Solo-Portal. Das hat ja nur noch 25% Leben. Da gucke ich auch mal kurz rein. Oder nee, da skillen wir vorher mal hier nochmal alles in Geschick rein. Und Ausdauer. Und dann gehen wir hier nochmal ins Portal. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. So sehen wir wenigstens mal zwei Kämpfe, wo wir verlieren. Also einen hat man jetzt ja bei dem Dingsportal. 8 Millionen Leben hat er und Hauptattribut sind wir besser. Also von daher könnte der eigentlich auch bald liegen. Wir hauen ja auch gut raus. Also wenn wir jetzt hier ein bisschen ausweichen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen ausweichen. Sehr schön. Und kritten. Ausweichen. Kritten. Komm. Naja. Ich würde sagen, das war gut. Ja, haben ihn ein bisschen was abgezogen. Der liegt auch bald auf jeden Fall. Und ich denke mal, hier die zwei Dinger gehen noch und dann können wir hier noch. Also das Spiegelbild ist ja ein Free Try. Da nimmt man einfach die Waffe raus und dann liegt der auch. Deshalb hätte ich den gerne noch. Da hätten wir auch keinen Platz mehr im Inventar frei gehabt, wenn wir die Waffe rausnehmen. Oh, doof. Von daher einfach mal gucken. Also ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Ich habe dir mal gezeigt, wie man hier ordentlich in den Dungeons aufräumt. Ich bedanke mich dafür. Hat richtig Spaß gemacht, hier deine Pilze rauszuhauen. Oh, kannst sogar 12 spenden. Die müssen dann wohl noch erdreht worden sein, weil 12 kann man, glaube ich, nicht aufladen. Wenn wir hier mal gucken beim Pilzdealer. Nee. Von daher müssen die entweder hier durch irgendwelche extra Aktionen sein oder noch damals aus dem Glücksrad, wo man die noch spenden konnte. Und hier, sag mal, der Nagil, die sollen hier mal ein bisschen was. Bisschen netter zu dir sein. Geht ja nicht anders, die nicht sagen, GZ und so. Ah, und das ist auch interessant, wenn dein Level hochgeht, steigt ja auch hier von deiner XP das Lager und das wird einfach hinzugerechnet und läuft weiter voll. Wieder was gelernt. Ja, und hier kommt gleich dein Edelstein. Den kannst du denn ja, also kannst du ja gerne mal hier gucken, ob du was von, ich hoffe, ich habe nicht die falschen Items verkauft. Wenn nicht, schlag mich. Ich hätte ja einfach mal hier was reinsetzen können, wird mir dabei ein. Aber das überlasse ich dir, ist dein Char. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Hat echt Spaß gemacht. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht kann ich ja noch ein paar Dungeons hier weiterlegen. Dann mache ich da gerne nochmal ein Teil 2 Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.